Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag. Heute ist Pfingstsonntag. Es ist der 28.05.2023. Es ist 9:52 Uhr. Ich bin so gegen 8:30 Uhr wach geworden, habe schon mein Sportprogramm gemacht, wobei ein bisschen mehr kann ich heute am Ende des Tages bestimmt auch noch tun. Es ist mittlerweile kurz vor 10 Uhr. Brötchen sind in der Heißluftfritteuse und backen auf. Kaffee ist gekocht. Ich habe mir sogar einen Kaffee mitgebracht in meiner wunderschönen Yoshi-Tasse aus New York mitgebracht von Isa und André. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und sie wird in der Tat gerade das erste Mal verwendet. Hat eine Woche gedauert. Ja, trinkt sich sehr gut aus der Tasse. Ja, ich habe heute ein T-Shirt angezogen, was ich gefunden habe im Schrank. Destination Star Trek Germany. Hier mit so einem, was ist das eigentlich? Wissenschaft oder Science müsste das sein. Passt zwar nicht zu mir, aber egal. Es ist doch die FedCon wieder in Deutschland, in Bonn, glaube ich, wieder. Und gestern habe ich irgendwo Werbung davon gesehen. Und dann dachte ich mir so, na, ob der Six da ist? Und schwupps war im Discord schon unter Community-Treffen ein paar Bilder aus Köln. Und jetzt hat er auch ein paar Bilder von der Star Trek Convention schon mal reingepostet. Ich weiß gar nicht, wie lange die geht, ob die bis heute oder bis morgen geht. Würde sich ja anbieten bis Montag, weil Montag ist noch Feiertag. Ja, das habe ich gefunden im Schrank. Das habe ich in London. Nee, in London kann es nicht sein, weil da steht ja Star Trek Convention, Destination Star Trek Germany. Das heißt, das haben wir in Frankfurt, glaube ich, wo ich mit Andy und Ingo war. In London war ich mit Achim. Da war ich auch auf einer Star Trek Convention. Und in Germany waren wir in Frankfurt, genau. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Es ist Sonntag, morgen ist noch frei, Dienstag ist auch noch frei. Ich werde jetzt frühstücken, gucke noch ein bisschen im Enno beim Elite Dangerous Spielen zu, wobei der wird auch irgendwann Schluss machen, weil er noch ein bisschen die Bude aufräumen muss. Und ich werde jetzt aber, wie gesagt, gleich frühstücken, dann vielleicht ein bisschen Serien gucken und um 12 Uhr geht es dann los mit Hogwarts Legacy. Ihr habt vielleicht beim Drehen hier schon gesehen, da es gibt ein paar Bertie Botts Beans Packung. 10 Stück an der Zahl liegen da hinten. Die ist hier schon fast leer gefressen. Ich habe auch noch 4, 5 für mich. Und ich dachte mir so, die gab es irgendwie im Angebot gerade bei Amazon. Warum den Leuten die nicht auch noch unterjubeln? Ich bin gespannt, ob es Leute gibt, die das wirklich einlösen oder ob die meisten sagen, oh, geh mir weg mit der Scheiße. 50-50 und hast du Dreck im Mund oder so, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ein Regenwurm. Naja, wir gucken mal, ob und wie die weggehen. Finde ich eine schöne Sache, neben einem Harry Potter-Hogwarts Hufflepuff-Stream kann man sowas für Kanalpunkte einlösen. Warum denn nicht, ne? Ja, ansonsten ist heute erstmal nichts weiter geplant. Es kann sein, dass ich heute Nachmittag ein bisschen Elite spiele mit Arnie und Buff. Gestern Abend hatte Arnie gefragt, aber da war es schon um 9 Uhr. Und er sagte, nee, ich mache gerade aus. Ich habe da schon gespielt, aber für mich so. Und mal gucken, vielleicht machen wir heute eine Runde. Ich muss nachher nochmal die Bindings checken, weil ich glaube, ich habe sogar die Kommandos für die Fighter auf den Schubregler irgendwo auf Knöpfe gelegt. Was erklären würde, warum ich letztens so verbimst wurde von den NPCs. Also von unseren eigenen Reihen. Friendly Fire gab es da sozusagen. Ja, und dann mal gucken. Mehr ist heute nicht geplant. Wie gesagt, jetzt gibt es gleich Frühstück und ganz entspannt in und durch den Tag. Ich hoffe, euch geht's gut soweit und ihr habt ein schönes, langes Pfingstwochenende. Macht was Schönes draus. Eigentlich könnte ich heute mal rausgehen bei dem schönen Wetter. Mal gucken. Vielleicht tue ich das auch und hole mir ein Eis irgendwie beim Eisladen. Da müsste ich zwar 15 Minuten laufen, aber das ist bei dem schönen Tag, glaube ich, gar nicht verkehrt. Man hört einen Hubschrauber und ich glaube, das Piepen von der Heißluftfritteuse. Die Brötchen sind fertig. Ich muss leider los. Ich hätte sonst noch was erzählt, aber das mache ich dann morgen. Also, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Kiekt denn der Hund so komisch? Der hat mich im Blick, glaube ich. Gut, also wie gesagt, habt einen schönen Sonntag und vielleicht bis später am Stream und ansonsten hören wir uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog irgendwann morgen Vormittag. Haut rein.
Bis bald. Tschüss.